Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir schnetzeln uns in Richtung Haus der Rache, wo wir dann all unsere Gefährten auch wieder treffen können. Wobei, ja, so unterwegs treffen wir doch mal den einen oder anderen. Und jetzt haben wir uns da hier mit Desiderius zusammengetan, einem General oder einen Führer, der hier in diesen Pässen seine gesamte Mannschaft verloren hat und dem wir jetzt helfen, hier den einen oder anderen Tuatha noch zu erledigen. Jetzt werden wir uns kurz mit ihm unterhalten. Er kniet ja schon so, als wollte er sich mit uns unterhalten. Also dann, Desiderius, was gibt's? Hervorragende Arbeit. Das Hauptlager der Tuatha liegt vor uns. Geht hier mit mir in Deckung und wir besprechen den letzten Angriff. Die Tuatha werden vom Wahnsinn verzehrt. Sie verdienen den Tod und wir bringen ihn zu ihnen. Jawohl. Genauso werden wir das tun. Na komm. Das Hauptlager der Tuatha liegt vor Hast du schon uns. gesagt? Geht hier mit mir in Deckung, dann besprechen wir den letzten Angriff. Dann bis später. Ich dachte, wir sollen in Deckung gehen. Oh Gott, also gut. Dann wetzen wir halt mal weiter. Wir rennen ihm einfach hinterher. Schon irgendwie schräg, das Hauptlager der Tuatha. So, da vorne ist wieder, warte mal, wir können ja auch ein bisschen rennen. Brauchen wir ja keine Energie, also keine Ausdauer. Das finde ich in dem Spiel sehr angenehm. Oh, da wird, glaube ich, schon wieder gekämpft. Müssen wir. Oh. So, schaffen wir uns mal ganz kurz ein bisschen Luft, holen unseren Leroy. Ist da schon wieder irgendwo so ein. Ja, natürlich. Komm her. Ich finde es gut, wenn du den Priester angreifen würdest. Oh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Die machen mir irgendwie am meisten Schaden. Die anderen finde ich jetzt nicht so schlimm. So, seit mir der eine Quest gescheitert ist, weil meine Questgeberin gestorben ist, habe ich ein bisschen Schiss um meine Leute. Komm her. So, noch mehr. Nö, jetzt haben wir erstmal alle. Gut, dann kann ich ja jetzt, glaube ich, dann zu diesem Haufen gehen. Der Haufen. Es tut mir leid, dass ich da so drauf rumreite, aber mit Haufen, naja, ne? Da kann man ja. Oh, Glazialischakren. Ja komm, wir nehmen mit, solange wir haben. Wir können ja auch irgendwann mal einfach zurückkehren. Nach. Na? Melsenschir und dort vielleicht eine Runde Zeugs versorgen. Lass mich mal hier um die Ecke gucken. Nicht, dass da gleich wieder Feinde sind. Kommt, da ist doch noch irgendwo was. Wo ist es denn? Ach, Bannkiste. Okay. Also dann sprechen wir den guten Herrn wieder an. Er sieht da wieder so aus, als wollte er mit uns weiterreden. Aber ich finde es schon irgendwie sehr merkwürdig, wenn du zu mir sagst, wir verschanzen uns hier und dann rennst du los. Das letzte Tuatha-Lager liegt vor uns. Gut. Es scheint, als würde der Hexenritter Desidün sie anführen. Ich will ehrlich sein. Es ist ein Himmelfahrtskommando, aber wir sind zu weit gekommen, um jetzt umzukehren. Wir müssen nur Desidün töten. Dann ist der Schattenpass von den Tuatha befreit. Okay, erzähl mir mal was über den. Er hat zahllose Alpha getötet. Als die Tuatha uns zum ersten Mal über das Meer getrieben haben, führte Desidün ihre Vorhut an. Ich habe an jenem Tag viele Freunde verloren und nicht vergessen, wer sie getötet hat. Okay. Und was sollen wir machen? Da sagt er uns bestimmt, wir sollen den Hexenritter töten. Ich könnte wetten, aber jetzt fragen wir trotzdem gerade deswegen. Rückt weiter vor. Wir haben zwei ihrer Linien zerschlagen, aber ihr Befehlsposten liegt noch vor uns. Wir müssen sie jetzt besiegen, ehe sie sich neu sammeln können. Ich werde hier sein. Du wirst hier sein, das ist schön. Ich renne dir einfach hinterher. Ich hoffe doch mal, dass du uns den richtigen Weg zeigst, aber wir können sowieso nirgends anders hin. Ich werde auch gleich Leroy wiederholen. Das ist aber noch ein Stück entfernt hier, dieser. Ach du jemine, Prismergo. Oh, komm, Leroy, wir werden den uns mal hier holen. Oh, das sind viele. Ja, das ist unangenehm hier. Dann greifen wir mal an. Komm her, Eiferer. Jetzt machen wir erstmal wieder fertig und dann werden wir uns um diesen Troll hier kümmern, glaube ich. Ich bin ein bisschen zu weit weg vom Geschehen. Also dann. Oh! Ein Prismär-Troll. Komm her, Freund. Freund der Sonne. Komm her, los. Oh, der macht mir aber. Komm her. Los geht's. Und dann von hinten eben. Komm her. Ja, komm her, eifere dich auch noch. Und dann haben wir so, Troll von hinten. Upsala, der hat sich auch umgedreht. Das ist nicht fein. Wo bin ich denn? Ich sehe mich mal wieder nicht. Egal.
Komm her, jetzt Tollchen, jetzt bist du eine Runde betäubt. Ja, schön. Also diese Betäubungsgemmen sind echt klasse. So, und was kriegen wir? Meisterhaft. Ebenholzstab, komm, wir nehmen es mal mit. Was haben wir denn jetzt alle? Warte mal, da war noch irgendwo eine Kiste. Die wollen wir natürlich auch noch angucken. Ich will gucken, ob wir irgendwelche meisterhaften Sachen finden. Ja, meisterhafter Trank der Lebensregeneration. Da sage ich natürlich auch nicht nein, weil ich glaube, wenn ich mir das so angucke, wir kommen zwar noch recht gut durch, aber es kann nichts schaden, das Zeug im Gepäck zu haben. Oh. Aber beim Hexenritter sind wir noch nicht, sehe ich gerade. Dann werden wir mal... Na, Leroy, ich schick dich mal... Ja, er geht sowieso schon. Ja, okay, also dann... Tja, unser Mitstreiter ist ganz schön mutig. Der rennt da einfach immer vor. Oh, da irgendwo. Da geht's jetzt zur Sache. Ah, Karne Wargast. Guck mal, hier ist ja unser... Hey, hallo. Kydan, hallo. Dann unterhalten wir uns mit Kydan. Komm her, hast du mir was zu sagen? Oder können wir erstmal nicht... Doch, wir können. Komm, wir reden. Gottlos Verdorbenheit hat meine Heimat zu dieser trostlosen Ödnis verkommen lassen. Und es wird immer schlimmer. Okay. Erzähl mir was von Bale. Bale. Das eisige Herz meines Volkes. Mit Brücken aus geflochtenem Stein und Eis. Die Vorstellung, was Gottlos Helfer daraus gemacht haben, macht mich krank. Okay, und wie weit ist es noch? Ihr habt noch reichlich dieser verfluchten Ödnis vor euch. Ach du je. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr euch nicht mehr daran erinnert, wie wunderschön dieses Land war, bevor Gutflow aufgetaucht ist. Aber seid vorsichtig. Diese Prismärkristalle sind lebendig. Und ich spüre in ihnen etwas Schreckliches. Und Hungriges. Okay, und wie konntet ihr jetzt so schnell hier sein? Ich habe zahllose Jahrhunderte in diesen Ländern verbracht. Glaubt mir, ich kenne die ein oder andere Abkürzung. Okay, dann lebt Nehmt man euch wohl. Vor dem Dämmerpass in Acht. Was auch immer hier geschieht, wird schlimmer. Okay, so, ich glaube, wir müssen weiterkämpfen. Warte mal, den hören wir uns noch kurz an. Im Herzen schwelt der Zorn. Als Grund steht weit, weit vorn. Held des Sommers im Westen. Kampf gegen Tuatha, einer der besten. Warum bemüht ihr vergeblich euch so? Fügt andere sinnlose Schmerzen zu? Seht ihr nicht, Sterblicher, seht ihr es nicht? Aufgespießte Leichen mit totem Gesicht. Ja. Seid ihr nicht Zeuge ihres Verlusts? Labt euch an Fleisch und tiefem Verdruss? Oder schreitet an neuen Leichen vorbei? Die verrottenden Alten euch ganz einerlei? Ja, also das ist nicht schön, was der hier so berichtet. Jetzt werden wir mal unserem Kumpel helfen. Das höre ich schon die ganze Zeit, dass der hier mit einem Wargast rummacht. Seid gegrüßt. Aber ich hatte jetzt einfach gehofft, dass er nicht stirbt. Sehr schwer. Ach komm, wir nehmen den Prismär Dietrich. Hm. Okay, so, lass gucken. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen da lang. Soll ich schon wieder mit dir reden? Nee, oder? Seid auf der Hut. Wir befinden uns im Zentrum des Tuatha-Wahnsinns. Okay. Sichere Reisen. Gut, dann werden wir hier mal weiterkämpfen. Wir werden Tieren auf Ehre. Da kommen gleich ein ganzer Haufen, kommt da. Ich glaube, ich spinne. Blutet, Sterbliche. Komm her. Oh, yeah. Einmal einen großen Feuerkreis. Yippie. Da ist noch einer. Irgendwie können die nix, finde ich. Komm her. Komm her, ihr könnt echt nix. Schnitzel, Schnetzel. Meisterhaft, so, komm. Was soll's, nehmen wir nicht mit. Eigentlich finde ich ja vor allen Dingen diese... Ja, diese meisterhaften Crafting-Sachen finde ich sehr attraktiv. Da, wo ist denn jetzt dieser Hexenritter, Leute? Irgendwann muss doch der kommen, oder? Ja, da vorne wahrscheinlich. Ja, da ist er. Boah, du siehst ähnlich aus wie Gutflow, finde ich.
Wo bist du denn, mein Freund? Da bist du, oder? Du bist auch bloß ein Priester. Wo ist denn der? Ah, da ist der Hexenritter. Komm her, komm. Oh, los geht's. Auf. Ja, komm. Betäubt ist er. Betäubt ist immer gut. Wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? Leroy, du könntest mal zuschlagen, dann bin ich wieder voll mit meiner Gesundheit. So, Desidyn, du bist gleich Geschichte. Braucht's keine Schicksalsenergie. Völlig unnötig. Komm her. Ups, einmal hat er getroffen. So, dich haben wir. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wir rennen jetzt mal weiter. Ich will ja nämlich nicht, dass meinem Kumpel was passiert, nur so im letzten. Ah, Tiernoch, ja, denkst denn, ne? Also Tiernoch scheint sich hier in diesen ganzen Prismären zu manifestieren. Wenn die wachsen. Die Kamera macht, was sie will. Also, um das mal so deutlich zu sagen. So, da sitzen alle hier. Gegrüßt. Hallo. Das ist der letzte. Gut. Wir haben einen hohen Preis bezahlt, aber der Schattenpass gehört uns. Ich werde hier unser Lager aufschlagen, bis Verstärkung eintrifft. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Vielleicht hilft euch das. So, dann lebt wohl, mein Freund. Bis später. Ja, wunderbar. Da oben ist auch wieder ein Stein und irgendeine Tür. Jetzt werden wir aber erstmal gucken und unser Zeugs holen. Warte. Da ist ein Waffenständer. Nehmen wir alles mit. Und, was hast du uns Schönes getroppt, Herr Hexenritter? Die sind echt eine Enttäuschung, finde ich. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Lasst uns mal auf die Karte gucken. Da oben ist eine Tür, Geheimtür. Wir könnten hier lang. Das haben wir alles jetzt gar nicht Mordos Tor. Ja gut, vielleicht markieren wir uns das einfach, oder? Das kann ja nicht schaden, wenn wir das markiert haben. Vielleicht müssen wir ja da nochmal irgendwann hin, da müssen wir nicht zurücklaufen. Und außerdem hat es hier noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich mit. Und ein paar Feinde hat es auch noch. Dann räumen wir die noch aus dem Weg. Oh, da ist wieder... Komm her, Priesterchen. Komm her! Nein, das endet nicht, das verspreche ich dir. Komm her, Troll. Oh. Na, vielleicht dann doch eher mal... Komm her. Und vielleicht brauchen wir jetzt hier die Schicksalsenergie. Aua. Komm her. Ich komme ja zu gar nichts. Wo bin ich denn? Zum Kuckuck aber auch. Komm her, wir vergiften dich ein bisschen, Trollchen. Ja, ist er schon... Komm her. Genau, es muss ja, der Leroy muss ja bloß irgendwas treffen. Der ist aber ganz schön hartnäckig hier. Ja gut, dann vielleicht doch erstmal euch Priester. Ich mache auch so gut wie keinen Schaden hier. Wieso haben die alle, haben die so viel geheilt oder was ist das hier? Komm her. Ich bin schon wieder so eingekastelt. Komm her, einen Priester haben wir. So, dann nehmen wir jetzt den nächsten. Wenn wir den haben, wird der Troll vielleicht besser angreifbar sein. Komm her. Komm schon. Oh, daneben. Daneben. Diese Prismärtrolle sind nicht ohne. Da muss ich wieder an die Matriarchin Gnarsch denken. Komm mal her, Troll. Jetzt habe ich dann wirklich die Nase voll von dir. Muss ich ganz ehrlich sagen, du gehst mir auf die Nerven. Da kann ganz schön was ab hier, du. Glaube ich das? Mal einen anderen Skill versuchen. Ja, der war auch nicht schlecht. Komm mal her. Ja. Machen wir ein bisschen. Komm her. Macht denn das überhaupt Schaden? Ich weiß es gar nicht. Komm her. Wow, der ist aber echt ordentlich. Aber gleich habe ich dich, mein Freund. Oh, komm her. Mal andere Skills hier probieren. Was ist denn die Schattenklinge? Ich vergesse es immer. Ja gut, ich wechsle mal kurz die Waffen. Bin wieder irgendwie auf die Dolche geraten. Und dann haben wir dich. Juhu! Goldmünzen, Blutungsresistenz. Ja, das war jetzt nicht ohne. Also das hat schon Sinn gemacht, da hochzugehen und das mal zu markieren.
So, wir gehen aber nicht rein. Ich will bloß, dass das für mich später ein Teleportpunkt werden kann. Komm her. Mordus Tor. Also wir gehen doch rein. Wieso habe ich da jetzt... Ih, da ist eine Falle. Novizenschnüre. Da komm, jetzt tapp mal halt kurz durch. Oh. Mein Bestienmeister. Komm her. Na, komm schon. Komm schon. Ich meine, die Höhlen sind ja auch alle so schön, die kann man sich ruhig angucken. Hallo, Bestienmeister. Hat mir aber nichts gedroppt. Ansonsten gibt es hier auch nichts zu finden. Nö. Tja. Gut, dann latsch mal. Renn mal halt einmal durch, oder? Schick mal Leroy wieder zum Schlafen. Da ist noch einer. Mit dem Bargast. Komm her, Leroy. So, komm her. Auch schön, dieser Skill. Auch schön, wow. Ja, man sollte vielleicht einfach auch mal mit anderen Skills arbeiten. Die ist nicht schlecht. Hier, guck dir das an, was wir hier machen. Auch schön, wirklich. Ach, da ist ein Stein. Ein Wissensstein. Ja, schön. Gut, dass wir rein sind. Ja. Oh, da zittert er sich noch zu Tode. So, wo ist denn der Stein jetzt? Da vorne irgendwo. Da ist er. Gut, dann hören wir uns den an. So seltsam wirkt das nicht. Es gibt gewiss viele, die in ihrer Jugend Ähnliches erlebt haben. Doch natürlich lasse ich etwas aus. Ich sprach von der Unruhe in meiner Seele. Ich kenne sie gut. Als ich jung war, besuchte mich etwas, das wie nichts aus dieser Welt war. Ein himmlisches, geisterhaftes Etwas. Ich nannte es einen göttlichen Geist, denn ich kannte kein besseres Wort dafür. Dieses Etwas war kein Feier. Doch besaß es eine Zeitlosigkeit wie ein Feier. Es war von einer leuchtenden Aura der Magie umgeben. Doch ich hatte keine Angst. Denn dieser göttliche Geist strahlte einen ruhigen Frieden aus. Okay, gut. Vielleicht finden wir ja irgendwann mal alle Steine, obwohl ich glaube wahrscheinlich eher nicht schlecht, dass Dolche. Das sind Prismärdolche. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Tja. Tja. Ja, welche Richtung zuerst? Keine Ahnung. Vielleicht rennen wir erstmal kurz hier rum. Da ist ja auch wieder irgendwo ein Feind, der auf uns wartet. Tschüss, Leroy. Und vielleicht gibt es dann sonst noch was Spannendes hier. Ah, da gibt es ein Tor. Hey, Bestienmeister. Komm her, Bestienmeister. So, komm her. Und ein bisschen Eis für dich. Yes. Okay. Ja, vielleicht sollte man doch sich auch mal die anderen Skills angucken. Aber zu finden gibt es hier sonst nichts. Na gut, also gut. Dann gehen wir halt mal hier durchs Tor. Öffne Tür. Dann machen wir das. Dann kommen wir da vorne wieder raus. Okay. Okay. Spannung. Oh, warte mal. Keine Reagenzien gefunden. Nichts mit Prismärgedöns. Da kommen wir jetzt wieder raus. Schattenpass. Okay. Gut. Ah, da. Komm her. Haufen. Felshaufen. Ah, Scherben. Aber ich habe so viel Scherben, Leute. Das ist echt der Hammer. Mein Gemmenbeutel ist zum Bersten gefüllt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier rausgekommen sind. Ja, nehmen wir auch mit. Da sind Feinde, da sind Feinde. Naja, das ist schon wieder so ein blöder. Komm her, so, komm her, so, ja. Komm her, Troll.
Die sind ganz schön hartnäckig hier. Die, meine Fresse aber auch. Ist da irgendwo ein Priester? Nee, ne? Also gut, dann werden wir mal den Troll hier. Komm her. Komm schon. Bitte reagiere. Genau. Jetzt habe ich doch schon diesen Angriff von hinten. Ups, komm her. Eine Runde betäuben. Ja, der Leroy, der beschäftigt sich dabei mit dem anderen. Gut so. Ja, ja, dafür, dass ich nicht kämpfen wollte. Naja, so, und wieder von hinten. Gottes Willen, meine arme Zeigefinger. Echt? Vom vielen Mausklicken? Ich versuche das immer so ein bisschen rauszumachen bei der Nachbearbeitung von der Tonspur. Aber ihr werdet es wahrscheinlich trotzdem sehr stark hören. So, wo muss ich denn hin? Also wir werden es hier viel mit Prismär. Ach, da sind wir. Okay. Wir werden hier sehr viel mit Prismär Trollen zu tun bekommen. Das ist schon mal klar. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt diese Geheimtür an. Und gehen doch nochmal in diese, dann in diese andere Höhle. Hirsch ist unser Freund. Genau. Und natürlich nehmen wir auch noch diesen Wissensstein mit. Auch das ist klar. Jetzt habe ich gar nicht, Gott, in der Folge haben wir wieder viele Wissenssteine. So, dann hören wir uns den erstmal an. Bis die Natur eines Abends ihren Weg änderte und Gutflow wie ein zerrissener Faden, der aus dem Gewebe hängt, die Krone von Matrons Haupt nahm. Ein Scherz, sagte er. Ein Scherz! Und der Hof schüttete sich aus vor Lachen, denn Gutflow war oft wie die Nachtigall, mit vielen Rufen, doch nie einem eigenen. Er setzte die Krone auf sein Haupt und zog lächelnd ein blutrotes Schwert. Mit einem Hieb seiner neu gefundenen Freiheit verließ er die Feien. Okay. Kein Wort verstanden. Ich stell's nachher hoffentlich, ich stell's nachher wieder lauter. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wo ist denn jetzt diese Geheimtür? Hier irgendwo. Also dann öffnen wir die Geheimtür. Öffne Geheimtür. Ich muss auch die Quest wieder markieren. Unsere Hauptquest. Lasst mal gucken. Ja, ist sogar. Sie ist markiert. Lass mal kurz auf der Weltkarte gucken. Gut. Lass uns, ach, wir gehen da jetzt rein, oder? Wir gehen jetzt in diese Höhle rein. Ich will wissen, was da, Leuchtaderhöhle. Gucken wir uns an. Durchsuchen. Vollstreckendes Zepter. Da geht die Tür wieder zu. Das ist nicht gut. Also so richtig spannende Sachen sind da echt nicht drin. Lass mal gucken kurz, wie sieht's denn aus mit unseren Waffen. Zustand. Guck mal, wie viel Zeugs wir jetzt hier schon haben. Es ist echt der Hammer. Wie viele Chakren? Prismär, 100. Oh, ist da noch irgendwas? Plunder. Königliche Chakren. Okay. Wie ist denn der Zustand? Ich glaube, dass wir mal eine Runde reparieren. Und irgendwann muss ich vielleicht doch wieder. Ja, es macht schon Sinn. Es macht Sinn. So. Das reparieren wir jetzt auch. Nee, das nicht. Okay. So. Ich habe immer Angst, dass mir die Waffen mal unterwegs kaputt gehen. Und jetzt werden wir mal den Leroy holen. Babam, rechts, links, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Einfach mal da lang erst. Oder vielleicht doch mal in die Höhle gucken, Gebietskarte. Ja, ich glaube, dass wir erst hier rumlaufen, das ist eine ganz gute Idee, das scheint nämlich Sackgasse zu sein. Leroy, kannst du eigentlich schwimmen? Ich weiß es gar nicht. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob Leroy schwimmen kann. Lass uns mal ganz kurz hier um die Ecke gucken. Da ist wieder ein Schläger. Naja, so, komm her, Schläger. Nochmal ein bisschen Betäubung. Jupp, so. Und da ist eine Kiste, her damit. Ja, genau. Das sind die Sachen, auf die ich es abgesehen habe. Nimm wieder Dietrich.
Das Meer haben wir makelloses Futter. Das ist schön, es hat sich gelohnt. Ist da noch sonst irgendwas? Nein. Okay, also dann geht's zurück. Gehen wir den anderen Weg. Schau mal, wo wir dann da landen. Und ich meine, also auch wenn wir jetzt dann doch wieder so ein bisschen auf Abwägen sind, minimal auf Abwägen, zumindest laufen wir die richtige Richtung. Ne? So, genau. Da müssen wir hin. Das ist offensichtlich eine Abkürzung. Oder ist jemand zu Tode gekommen? Stiefel, das große Schadensverstärkung, das ist gut. Das werden wir brauchen. Was sind denn das für Knollen hier? Keine Ahnung. Leroy, ich schick dich mal wieder schlafen. Ja gut, wir können bloß geradeaus, also diese eine Richtung. Da bin ich ja immer so froh und dankbar, wenn ich nicht allzu viele verschiedene Richtungen kann. Überall. Oh! Oh no! Oh no! Haben wir wieder Murks? Aber erstmal hier durchsuchen, meisterhafte Präzision. Wo hat die sich denn jetzt materialisiert? Da vorne irgendwo, vermute ich mal. Mal wieder diesen Eiszauber nehmen. Der ist schon auch nicht schlecht. Oh, da hat mich einer erwischt. Oh, oh, oh. Leroy, du solltest mich ein bisschen verstärken. Ich komme jetzt schon. Wow. Jetzt, ich komme hier gar nicht zum Schlagen. Dabei sind die doch eigentlich wirklich nicht so besonders anstrengend. Komm mal her. Lass mal meinen Leroy in Ruhe, meinen Lebensgeber. Ja, ich weiß, dass ich den Abrechnungsmodus machen kann. Plündern. Kohle? Ja. Naja, ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir schon haben. Das muss immens sein mittlerweile. Oh, Chakram der Wildheit. Aber wo ist jetzt diese Murk-Spuck-Mami? Wahrscheinlich da vorne irgendwo. Gut, Leroy, ich schicke dich noch mal zum Schlafen. Ich brauche dich dann wieder frisch. Es wäre schön, wenn wir auch mal wieder aufsteigen könnten. Ich glaube, ich renne gerade die falsche Richtung. Ha, 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 Frau Hawk. Ach, was? Klar, ihr habt das schon bemerkt. Wie geht's denn da weiter? Da geht's rum. Jetzt. Oder? Genau. Da geht's rum. Jetzt ist es zumindest mal die richtige Richtung. Und irgendwo muss doch jetzt die Murk-Mami sein. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Die sind auch unangenehm. Nee, da ist keine Murk-Mami. Ja, ein bisschen Eis für euch. Oh, oh, oh. Ja, wenn man allzu viel zaubert. Leroy, mach mal, dass du mein Leben auf. Genau. Der schlägt einmal zu und ich bin fast wieder voll mit der Leiste. Das ist ziemlich cool. Komm her. Los geht's. Tja. Eine von vielen Höhlen. Also mein Inventar ist voll. Das war zu erwarten. Okay, Leute. Dann passt mal auf. Dann muss ich jetzt doch Konsumgut. Kann ich denn das Plunder, genau. Das auch Plunder. Schadensabwehr, das Plunder. Fährtenlesertrank, Kaufmannsbefehl. Lebensregeneration, Zornesschlitzer, den das behalten wir mal. Guck mal, was wir an Tränken haben, ist echt der Hammer. Alle. So. Dann lass uns in das Plunder gehen und dort mal so ein bisschen was vernichten. Aha, blöd meine Maus, die zerstören. Auswählen. Ja, will ich. Zerstören. Ja. Alles zerstören. Ich brauche ein bisschen Platz. Und dann sollten wir doch wirklich irgendwann mal zurückkehren, damit wir wieder Platz kriegen. Zerstören. Ja, ich will das alles zerstören. Und dann nehme ich natürlich dieses Schack hier noch mit. Ist ja klar.
So, wo muss ich denn jetzt hin? Da unten leuchtet auch irgendwas. Leroy, du darfst mal wieder schlafen gehen. Juppie, so, komm her. Plündert Skelett aus andauernder Handwickel. Ich sag das immer ein und guck's schon gar nicht mehr wirklich an. Oh, da gibt's eine Quest. Die hören wir uns noch an und ich denke, da machen wir Schluss für heute. Da gibt's eine Quest, ja dann. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Oh, guck mal, da sind Fallen. Hey, hallo. Was ist los mit euch, Freunde? Was wollt ihr? Ich will mit dir reden, Escher. Es überrascht mich, so tief im Süden eine Sterbliche zu sehen. Besonders nach allem, was euresgleichen getan hat. Ja, nur hör schon auf. Früher herrschte Gleichgewicht. Der große Kreislauf versorgte uns alle. Nun herrschen nur noch Tod und Verzweiflung. Barret hatte recht, was euch angeht. Eure Sterblichkeit ist ansteckend. Tja, es ist ja auch so, ne? Wir haben ja den Drehen erschlagen und der Drehen hatte ja gesagt, am Eingang zu Alabastra, dass er und seine Schwester dafür gesorgt haben, dass die Fallen nicht von der Welt verschwinden. Jetzt ist ja seine Schwester, glaube ich, nicht mehr und er ist auch nicht mehr. Und wären die Fallen denn jetzt sterblich? Gut, erzähl mir mal was von dir, Escher. Ich entstamme dem Clan Ashmo. Nachdem unsere Heimat zerstört wurde, machte ich mich auf, nach Überlebenden zu suchen. Okay. Diese wenigen überlebenden Fallen fand ich in ihrem Versteck, doch ich kann sie ohne Hilfe nicht aus der Gefahr führen. Allein der Gedanke an all die Zerstörung und Bosheit, die er über unser Volk brachte, macht mich krank. Eines Tages wird er besiegt werden. Vielleicht sogar durch ein Kind des Staubes, wie euch. Ja, wahrscheinlich. Gut. Okay, gut, und wie kann ich jetzt helfen? Also wahrscheinlich muss ich sie einfach rausbringen, oder? Ihr wollt eure sterbliche Schuld lindern? Ach, hör doch auf mit dem Blödsinn. Das schert mich nicht, aber ihr kommt zu einer guten Zeit. Die Alpha-Armeen hindern jeden daran, ihre Linien zu durchkreuzen, sodass wir hier zum Sterben verdammt sind. Doch es gibt einen anderen Weg. Diese Höhlen führen nach Norden, unter den Alpha hindurch, ohne dass sie es merken. Aber der Weg ist gefährlich. Unser Volk wird nicht mehr lange warten. Einige von uns sind schon aufgebrochen. Ich muss den Zurückgebliebenen bei der Flucht helfen, selbst wenn ich dabei sterbe. Okay, und was genau gibt's zu fürchten? Sind da irgendwelche neuen Feinde? Wer? Die Höhlen des Dämmerpasses wurden vor langer Zeit von den Morgan besetzt. Ihre Königinnen blockieren die Gänge und gebären immer neue Bestien, die uns jagen, wenn wir uns in ihre Nähe wagen. Es ist ein Segen, dass wir ihnen so lange entgehen konnten. Also gut, ich werde euch helfen. In meinen Augen seid ihr der Absolution einen Schritt näher. Das ist fein, danke schön. Keine Sünde kann zur Gänze verziehen werden. Nicht einmal die der Sterblichen. Kommt, der Stollen ist nicht lang, aber mein Volk ist schwach und nicht für den Kampf geeignet. Und die Morgan sind gerissen. Die Morgs. Okay, ihr Lieben, das machen wir aber in der nächsten Folge. Einstweilen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.